Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Wir können bald im Rang aufsteigen, aber uns fehlt noch eine Aufgabe. Wir müssen 5 Holz und 10 kleine Steine zu Tututara bringen. Dazu gucke ich jetzt hier mal mein Inventar. Ast, Zweig. Okay, haben wir nur Ast. Dann platzieren wir einfach mal alles. Und ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir. So. Mache ich einfach mal. Okay. Jetzt so schlage ich hier mal alles. So. Und dann noch mit dem Hammer drauf. Perfekt. Fertig. So, jetzt gehen wir zu Tototara und haben dann hoffentlich jetzt hier endlich alles zusammen. Meine Güte. So. Tototara, meine Liebe. Ah, Oalola. Aloha. Du bist hergekommen, um dir meine Geschichte anzuhören. Übrigens, hast du es geschafft, die Materialien zu sammeln, die ich brauche? Ja. Bitte. Oh, mahalo. Hier ist alles. 10-mal Hölzer und 10-mal kleine Steine überreicht. Fantastisch, das ist alles da. Nun gut. Wir werden jetzt bald loslegen. Ich sage dir Bescheid, wenn es soweit ist. Mache dir keine Sorgen, es dauert nicht mehr lang. Yeah! Startverbundenheit zu Lulukoko erhöht. Baby. Oh Baby, oh Baby, oh Baby. Ist das nicht nice? So. Farmbestandteil. Nein. Oh, bye. Möbel bauen? Was kann ich denn so schönes bauen? Oh, Lagerkiste. Okay, ja. Nein. Wenn ich ein Haus umgestalte, ja, eigentlich wollte ich das jetzt nicht vergrößern, das Haus, wenn ich ehrlich bin. Oh, westliches Haus, fernöstliches Haus oder tropisches Haus. Ja, das möchte ich aber alles ohnehin jetzt nicht. Ich möchte Farmbestandteilservice. Aufbauen. Ich brauche... Wasserquellen. Ich hätte gerne hier so ein... Ich brauche 10-mal trockene Erde. Nee, 5-mal trockene Erde und 5-mal weiche Erde für ein Reisfeld. Sehr gut. Werkzeugkisten. Aha. Stall. Hölzerner Stall. Strohgedeckter Stall. Okay. Aber als kleine Stelle, ne? Ich will ja Menschen einen großen Stall. Okay. Textilfabrik immer noch. Brauche ich eh aber erstmal Silber noch. Eine Saatgutscheune. Oh. Dann fehlen mir noch ein paar glitzernde Steine und Rubine. Aber hey, eine Molkerei. Jetzt wird es langsam mal interessant. Gut zu wissen. So. Dann ist jetzt hier die Siesta vorbei. Ich brauche nämlich trockene und weiche Erde. Ich möchte nämlich etwas Reis anpflanzen. Noch sind sie nicht so weit. Kann ich hier mit euch was essen? Da vergeht wenigstens ein bisschen Zeit. Hey Schork, kann ich mit essen? Ja. Bekomme ich ein bisschen Energie und ein bisschen Zeit. Das ist doch gut. Ach, na Leute. Norms. Norms. Manchmal laufen hier weiße Sifakas rum. Die sind so lustig. Was sind weiße Sifakas? Sie hüpfen immer seitwärts, wie eine Krabbe. Manchmal versuche ich auch seitwärts zu hüpfen. Ach so, diese Affen sind das, glaube ich, ne? Hallo. Deine Mutter hat mir eine Muschel geschenkt. Oh, vielleicht freust du... Oh, oder ist das eine Venuskammmuschel? Freust du dich da mehr drüber, Alma? Oh, yippie, ein Geschenk für mich ganz allein. Mahalo. So. Aber Mutti ist jetzt hier wieder am Arbeiten, ne? Vielleicht, ich weiß gar nicht, wann macht denn, okay. Lubus hat schon zugemacht. Schade. Kann ich mal die Erde kaufen? Köder, Fischhäuser. Trockene Erde.
weiß gar nicht. Auch immer 20 und weiche Erde auch 20. Das ist ganz harte Erde. Ich kaufe einfach mal. Wir haben gerade ein bisschen viel Geld. La 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 la. So. Okay. Das war es jetzt soweit erstmal, ne? Ich gucke mal, ob ich ein Mokka-Rezept habe. Ich muss mal gucken, wo es das gibt. Wie, wo, wann man das kriegt. Und Lynn ist immer noch da. Hey, Lynn. Ah, ganz ehrlich, deshalb mache ich mir immer noch Sorgen, weil du deinen ganzen Lebensunterhalt als Farmerin verdienen willst. Ich meine, die Arbeit ist doch sicher schwer, oder? Wenn es zu hart wird, kannst du ruhig wieder nach Hause kommen, ja? Nein. Verstehe ich mich denn eigentlich? Einwohner. Fort! Meine Güte. Bisset, Marco, ich will mal gucken. Megan. Könnte besser werden, ne? Na, schauen wir mal. So. Können wir jetzt hier irgendwie Mokka machen? Zwiebelsalat. Salat. Spinat? Ne, Spinat. Und Auberginen brauchen wir dazu auch noch. Aha, Steckrübensuppe, Spinatsuppe, gebackene Süßkartoffeln, gedämpfte Brotfrucht, gefüllte Tomaten, Reisgerichte, Nudeln, Brot, Nachspeisen, Getränke. Nee, ist aber schon Getränken dabei, ne? Wenn ich hier so Mokka oder sowas... Da gucke ich mal ganz kurz nach, wie ich für Wayne diesen Mokka machen könnte. Ich gucke mal. Wayne, Kaffee Mokka. Kakao, Kaffee Mokka Rezept. Da kriege ich denn das Mokka Rezept. Garten im Westtown kriegt man das. Oh. Im Westtown habe ich jetzt am wenigsten gedacht. Na toll. Aber logisch, Wayne wohnt ja auch selbst im Westtown. Na gut. Okay, gehen wir jetzt erstmal schlafen. Nee, halt, stopp, noch nicht. Ich habe den Geburtstag heute vergessen. Heute hat auch jemand Geburtstag gehabt. Oh, ich bin so furchtbar. Es tut mir so leid. Oh, und ich müsste eigentlich auch wieder gießen. Ah, meine Gießkanne ist leer. Oh. Das ist immer alles so eine Sache hier. Oh, Mann. Habe ich eigentlich die Gießkanne auch verbessert oder eine andere Sache? Ich habe schon wieder vergessen, was ich alles verbessert habe. Auf jeden Fall den Hammer. Den habe ich auf jeden Fall verbessert, das weiß ich. Oh, Mann. Kann ich das nachgucken? Wartet mal. Gerichte, Handwerk, Fische, sonstiges. Gibt es nicht irgendwie noch extra Werkzeug? Sind nicht irgendwie Werkzeuge dabei? Nee, anscheinend nicht. Hä? Die Münze kann ich gerade nicht aufheben. Oh Mann. Ah. Dann müssen wir wohl alles nochmal gießen. Ich will ja immerhin fleißig Karotten sammeln können. Die Gießkanne ist leer. Mi. Meine Güte. Ich frage mich auch, wie lange Lynn noch bleibt. Ich denke mal, die wird morgen abreißen wieder, oder? Ist aber lieb, dass sie da war. Auch wenn ich sie die meiste Zeit irgendwie ignoriert habe. Aber hey, ich habe ihr einmal die Farm gezeigt. Das reicht hoffentlich. Und vielleicht können wir morgen bei Red Kaffee Mokka kaufen. Yay. Wahnsinn, ne? Ich habe schon wieder übelst viel Geld ausgegeben. Das ist ja schon fast nicht mehr normal. So. Jetzt habe ich alles gegossen. Und jetzt schauen wir mal hier. Vielleicht kriege ich ihn jetzt zerschlagen. Ich meine, der Hammer ist ja jetzt besser geworden. Oh, immerhin. Ganz hat es noch nicht gereicht. Aber immerhin ein bisschen. Okay, aber bald wird er hier weg sein, der Fels. Gut. Nun, ab ins Bett mit uns. Lynn schläft vielleicht schon. Nee, so machen wir mal Licht aus. Und ab ins Bett mit uns. Oh. Bis wir uns wiedersehen. Oh. Morgen, Schwesterchen.
Tut mir leid, aber ich habe leider schlechte Nachrichten für dich. Ich muss wieder nach Hause. Ich würde gerne noch ein bisschen hier bleiben, aber ich muss pünktlich zum Schulanfang wieder da sein. Leider. Ich wollte gerade nach Westtown gehen und die Postkutsche nehmen. Du bringst mich doch hin, oder? Natürlich. Cool. Dann komm und hilf mir mit meinem Gepäck. Natürlich. Ja, ist halt die Schwester, ne? Da macht man sowas mal. Danke für das Bett, Onkel Frank. Es war flauschig und weich und super bequem. Das würde ich gern. Du kommst bald mal wieder vorbei, ne? Hm, ich mach dann auch die Pizza, die du so gern magst. Oh, juhu, das wäre super cool. Danke, Onkel Frank. Jumi, ich sag Mama und Papa, dass du auf deiner Farm hart arbeitest. Oh, weißt du was? Weil du so nett warst und ich hier bei dir wohnen durfte, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ich hab's unter deinem Bett versteckt. Such es gleich, wenn du wieder zu Hause bist, ja? Oh. Naja, Zeit zum Verschwinden. Tschüssi. Oh. Und weg ist sie. Vermisst du sie schon, Yumi? Oh, ja, ich denke schon, oder? Ist aber nein. Wieso nicht? Naja, wenn du einsam bist und ein bisschen Gesellschaft brauchst, kannst du immer zum Abendessen vorbeikommen. Danke. Danke, Onkel Frank. Der gute alte Onkel Frank. So, was haben wir denn hier unterm Bett? Lynn hat gesagt, dass sie mir ein Geschenk dagelassen hat. Ich guck mal. Da steht etwas auf der Box. Etwas Leckeres von mir. Ich hab's selbst gemacht. Also lass bloß nichts übrig, okay? Hm, ich frage mich, was darin ist. Ich öffne es mal. Oh, es ist ein Kuchen. Eine Mini-Foili, was auch immer das ist. Ist das? Das ist schwer. Danke, Lynn. Ich glaube, es ist eine Art Kuchen. Eine Art Kuchen. Richter. Ja, das kann man als Kuchen zählen, schätze ich. Oh, man kann es gut verkaufen. Für fast 3000. Alles rund ums Tier. Neue Tiere erhältlich. Neue Produkte. Oh, ja, ganz viele neue Sachen, weil das natürlich erweitert wurde jetzt. Die Stadtverbundenheit ist gestiegen. Oh, und jetzt nochmal alles gießen. Oh, ich hasse das. Das ist immer so anstrengend. Oh, aber man muss es tun. Und irgendwie tut mich diese Kreiselbewegung hier immer an Onyx erinnern. Also an das Pokémon Onyx. Ich weiß nicht wieso. Außen ist der Schweif, in der Mitte ist der Kopf. Und das kommt so angegriffen. So. Ich weiß selbst nicht, wieso ich daran immer denke, wenn ich das sehe. Ich bin merkwürdig. Und hier auch noch. Ah, jetzt auch die Minze. Oh, ist der Tee fertig? Na, mal gucken, ob wir Tee ernten können. So. Jetzt sind die Karotten hier eigentlich mal fertig. Ich gieße hier wie eine Wilde. Ich hab's bald. Ich glaube, meine Gießkanne ist gleich wieder leer. Ja, Kyoto, das finde ich auch whiff. Das ist sehr whiff. Oh. Ich muss wirklich meine Gießkanne irgendwie, ich weiß nicht, verbessern, so schnell es geht. Das ist ja echt anstrengend hier wieder. Ich habe wieder viel zu viel hier, was ich anbaue. Das ist echt schlimm. So. So, kann ich jetzt hier ernten? Ich weiß nicht. Ich könnte versuchen, mit einer Sichel zu ernten. Nee, ich warte mal lieber. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas kaputt mache. Das wäre ärgerlich. Stimmt's, Kyoto? Nein, ich will Kyoto nur mal kurz hochnehmen. Kyoto?
Und bei euch so? Alles cool? Alles cool im Stuhl? Das war gerade eklig, es tut mir leid. So, ich habe irgendwie gehofft, dass wir jetzt in Lulukoko die Küche, dass die jetzt eröffnet wurde. Aber es kann sein, dass das wirklich noch ein bisschen länger gedauert hat. Schade. Vielleicht auch, weil Lin abgereist ist, dass wir nicht mehr als ein Event pro Tag haben können. Dann ist es vielleicht morgen erst soweit. Schade, aber immerhin. Lulukoko ist auf dem Weg zum nächsten Level. Sehr schön. Okay, was gibt's hier? Scheiße! Okay, das klang jetzt eklig. So, es gibt noch zweimal Futter. Nee, nee, ist okay. Ich krieg bald das gute Futter. Keine Sorge. Piep, piep. So. Okay. Jetzt haben wir das Wichtigste hier erledigt. Jetzt gucke ich mal, ob ich diesen Stein hier irgendwie wegkriege. Nee. 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 Nye? 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 Fast. Okay, ich esse mal was. Ich esse mal eine Pizza. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf Pizza. Mein Real-Life, ich möchte jetzt auch eine Pizza. So, mal gucken. Vielleicht ist das hier bald auch weg. Ich habe es gleich. Ah, jeden Moment. Gleich. Ich fühle mich erschöpft. Ja. Oh. Boah, das ist ja voll ätzend. Oh, wir haben's. Perfekt. Okay. Wir haben alles geklärt. Sehr schön. Perfekt. Oh, wie schnell ich renne. Ja, man merkt doch schon, dass man schneller rennt. Das ist schon ein guter Effekt. So, liegt hier irgendwas, das man mitnehmen könnte? Nö. Es gibt neue Tiere. Gibt es überall neue Tiere? Ich weiß gerade gar nicht. Ich gucke mir mal kurz Lulukoko an. Hallo, gemischt Warenladen. Eigentlich will ich nichts. Tschüss. Ich wollte noch Hallo sagen. Oh nein, heute ist Donnerstag. Das heißt, oh nein. Ich wollte heute die Reisfelder bauen lassen. Aber Ludus hat heute frei. So ein Mist. Ach, Ludus. Du machst mir immer Kummer. So, dann gucke ich mal Spinat. Komm. Futter, pikantes Futter, Kauknochen, Kamille, Lavendel, Kastanie, Zweig. Komm, kriegst du einen Zweig geschenkt. Hier, bitte. Oh, ein Zweig für mich, danke. Bitte. Was? Ah. Natürlich. ich habe aber Reissetzlinge auch für, ich überlege gerade, für 4-mal Reis geholt, ne? Dann kann ich ja vielleicht auch schon mal die Reissetzlinge kaufen. Das wäre ja schon mal was. Vielleicht trigger ich ja jetzt hier noch ein Ereignis, weil ich hier hochlaufe. Das wäre auch wundervoll. Nein, leider nicht. Das heißt, wir müssen noch warten. Schade. Mann, eh. Noch länger warten. Naja, nun gut. Ich denke mal, wir haben jetzt die Folge auch schon wieder genug gemacht. Ich verabschiede mich dann mal für euch und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yume Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Kommentare und für eure Bewertungen. Da freue ich mich sehr drüber und ja, tschüss!